Hi, willkommen zurück im Bastelsaal. Heute wollen wir eine Mülleimerstation. Seht ihr nach dem Intro. Würde ich auch sagen. Mülleimer ins Bild. Wir haben ein Problem. Ein Müllproblem. Wir haben zu viele einzelne Mülleimer, die wir überall in der Gegend rollen. Dieses Problem gehen wir an. Und zwar wie? Also wir bauen hier aus diesem Restholz oder auch geschenktes Holz solche Dinge, 5 Stück, schrauben die aneinander und dann haben wir so ein riesiges Mülleimer-Schränkchen. Und dann müssen wir es noch irgendwie auf so ein kleines Gerüst stellen. Und dann können wir das noch an einem Stück herumschieben. So die Theorie. Und nun zur Praxis. Ja, verbaut. Wir können das hier mit der Billigfräser kurz zusammensägen und den Rest müssen wir komplett erfinden, weil ich habe keine Ahnung, was wir da tun werden. Sehr schön, so liebe ich das. So Freunde, wir haben ein Schablönchen. Also wir müssen jetzt, wir können das hier anzeichnen, dann grob ausschneiden mit der Stichsäge und danach können wir diese Schablone eins zu eins nacherfinden mit der Bindigfräse. Dann lass uns das doch machen. Okay. Ich würde sagen, ich schneide grob aus und du fräst. Okay, wir brauchen einen Stift und uns anzeichnen kurz. Das machen wir im Team. Der Trick ist, alles mit einer Bewegung aus dem Handgelenk zu machen. Man merkt, dass du Künstler bist. Oh ja. Nice. 1, 2, 3, 4, 5. Schmutz. Das heißt, es ist genug. Das reicht schon. Ja, perfekt. Das kann weg. Schützen Sie sich adäquat. Oh, für die Augen habe ich nichts. Hier. Oh, danke. Das ist die beschissenste Brille hier. Eins. Ups. Das ist anderes Holz, ne? Ja, eigentlich nicht. Das ist beides Holz. Jetzt müssen wir die irgendwie noch in eine Flucht kriegen. Und dazu dachte ich mir, können wir ja auch Restholz nehmen. True. Machen wir das so. Dann decken wir das ab. Ja. Wir machen es aber so hin. So. Macht das Sinn? Weil hier ist es zu eng. Schrauben das schon mal fest, dann machen wir die hin. Da können wir dann eins in der Mitte machen für die Stabilität. Eieieiei. Ich war vorgebohrt, ja? Der ist auf Modus. Oh. Piep. Das ist ein bisschen dicker als die anderen. Ich habe gesagt, das ist was anderes. Das zieht wieder Zeit. Gut. Jetzt müssen wir die Seitenteile abmessen und zusägen. Kommt mal näher an. Wir müssen mal gucken, dass da keine Schrauben drin sind. Da sind mehrere Schrauben drin. Da, wo du sägst, das ist gefährlich. Hier zum Beispiel gerade ich kann mich gar nicht hören. Ich habe schon das Ding auf. Wir sollten vielleicht sogar gucken, dass wir den Rahmen, also dass das nach vorne auch so ist. Dass das nachher. Was? Dass, also nicht zu, sondern dass hier quasi auch vorne sowas ist, dass wir von der Höhe her gleich sind wie da. Falls wir uns eine Aufnahme bauen wollen. Also machen wir lauter kleine Stückchen. Ich würde fast sagen. Und dann können wir eigentlich in der Mitte noch ein Holz hinschrauben, was man nicht sieht, was dann einfach ein Rest ist. Da können wir auch noch hier was nehmen. Das dürfte ja auch das gleiche sein. Ja, auch 8,5. Ja, perfekt. 4 mal 8,5. So ein schöner Mann. Ich? Ja. Du bist so süß. Richtig genug. Du hast schon alles gemacht. Ja, fertig. Du hast doch einen Grund für jedes Teil. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass du es gerade recht hast, bauen wir jetzt den Rahmen einfach genau nochmal nach. Genau so, nur ohne Holz. Heißt, unten können wir auch die Latten da auch quer machen. Mhm. Das heißt, wir bauen das genau den nochmal nach. Jut. Ich hab schon wieder den Gehörschutz verloren, mein Michael.
kein Gehörschutz mehr auf. Sorry. Ja, die sind alle zu lang. Wie, die sind zu lang? Ja, kannst du kurz ein bisschen nachschneiden, Paul, bitte? Wie jetzt? Zentimeter? Naja, oder? Ich hab's dir angezeigt. So, der Rahmen ist jetzt fertig. Die beiden Rahmen. Wir haben jetzt ein Unterteil gebaut. Sieht irgendwie voll falsch aus, gell? Schon ein bisschen und falsch. Und ein Oberteil gebaut. Diesen one. Und jetzt müssen wir... Die beiden Verheirater. Mit irgendeinem Ding. Aber halt andersrum. Andersrum. Und die einzige Schwierigkeit wird sein, dass wir diese Höhe jetzt ganz genau ausrechnen müssen, damit auch mit den Rädern zum Ende nicht zu hoch und nicht zu tief ist. Dass die mit immer perfekt darin fahren. Und das machen wir jetzt. Ab an den Abakus. Jetzt wird gerechnet. Wie machen wir das? Eins. Zwei. Oh. Ich habe irgendwas im Audio. Ja, das ist ja schon mal gut. Ah! Nein! Was ist passiert? Das hat aber gar nicht gut funktioniert. Gleich muss ich das immer noch erstmal kurz festzwingen. Im zweiten. Warte. Bring hier. Oh Gott! Liebes Läschen. Okay, warte. Sollen wir die einfach umdrehen? Nein. Na, das ist zu einfach. Hör auf. Du musst hier es nicht. Ich habe mir nur gerade was überlegt. Wir sollten vielleicht hier nochmal so ein Brett hinschrauben, ne? So eine. Mhm. Dann schlage ich jetzt vor, wir schneiden uns einfach Vierecke ab in die, genau in dieser Breite. Hallo Uber. So ist Streit. Die will nicht. Ja, dann sind da halt jetzt nur drei drin. Scheißegal. Was steht da? Steht, dass nur ungefähr 20% unserer Zuschauer auch abonniert haben. Das kann ja gar nicht sein. Das ist doch viel zu wenig. Ich fasse es nicht. Aber du bist nicht so einer, oder? Nee, ich habe abonniert. Na gut. Ich bin noch nicht tätowiert. Oh, schlimm, Alter. Also lass doch bitte ein Abo da. Und die Glocke, bitte. Drück die Glocke. Das muss doch dahin. Ja, ich wollte nur den Winkel perfektionieren. Aha. Gut. Okay, und jetzt messen wir einfach die Scheiße ab und schrauben zusammen. Ganz einfach. Muy, muy festo. So, hier unsere Vorrichtung ist dieser Holzklotz, der mit diesem Winkel stabilisiert wird. Und der Abstand. Direkt auf Mars. Der Abstand. Ich muss das kurz filmen. Egal. Und der Abstand vom Sägeblatt zu diesem Ding hier sind genau 58,5. Und jetzt musst du einfach beim Hintun nicht so machen, sondern mit Gefühl, damit das Mars bleibt. Das machen wir jetzt, gell? Wir werden sehen. Das ist wie am Schnürle. Das klingt so falsch. So. Jetzt sollten wir eigentlich nur darauf achten, dass wir einen Winkel benutzen beim Festschrauben der ganzen Scheiße. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, Paul. Wolltest du nicht einen Winkel benutzen? Ja, tut ja gerade. Okay. Ja, cool.
finde es geil, ist cool geworden. Wir müssen noch kurz ein bisschen noch die. Ich hätte noch Lust, dass wir noch so eine Rückwandverkleidung bauen. Das machen wir. Dass das nicht ganz so wobblig ist, irgendwie ein bisschen schwerer ist noch, dass man auch ein bisschen was tun muss beim Rumfahren. Und dazu würde ich vorschlagen, machen wir den einmal nochmal raus, drehen es um, ballern kurz, legen das Holz kurz zu, schrauben es kurz hin. Und dann sind wir kurz fertig. Dann sind wir eigentlich ziemlich schnell fertig. Oh yeah. Go, go, go. Wie alles vibriert. Cool, Paul, wir sind fertig. Ich finde, dafür, dass wir keinen Plan hatten, was wir tun, ist es besser geworden als gedacht. Weißt du warum? Weil die ganzen Müllermals hängen und nicht mehr selbst fahren. Das heißt, man kann sie jetzt hier rausnehmen, wenn man ihn braucht, kann hier irgendwie Müll reinschmeißen. Das ist der Wahnsinn. Dann kann man ihn einfach aufhängen. Und der ist dann hier mit diesem ganzen Ding beweglich. Und wenn aber Müller mal zu schwer ist, dann biegt es ein bisschen runter und dann fährt er selbst weiter. Es ist einfach genial. Wahnsinn. So was habe ich noch nie gesehen. Ja, es ist einfach genial. Und nur aus geschenktem Holz. Es war quasi kostenlos, wenn man die Rollen subtrahiert. Lass uns kurz hier aufräumen und das an den finalen Platz stellen. Lass uns das machen. Dann Feierabend machen. Ja, das klingt gut. Tschüss.